Ja, wir sind jetzt hier in Oblitz angekommen, Samstag, der 15. November. Wir starten hier Oblitz einen Besuch ab. Wir, das sind die Kirchhundemer, Heinsberger, Wiemer, Alberäume, Oberhundemer und so weiter. Das ist nicht zu vergessen. Da hinten ist schon der Ori. Manger, se changer et reviendrez ici avec le bus vers 15h. À ce moment-là, les personnes qui seraient d'accord pour visiter ce musée prennent le bus, voire leur propre voiture pour les Français, et on va se diriger vers le musée qui est au Glöckstern. Zurückkommen mit dem Bus und auch schon mehr oder weniger vorbereitet sein. Und ich möchte also schon umgezogen sein, weil um 17 Uhr mehr oder weniger das Einsehen erfolgt und 18 Uhr ist das Konzert. Seine Sohn, Spiel, Rugby. Hier sind wir nur bei Anita. Okay. Ja. Not today in Paris. Und werden uns gleich was einverleiben. Interessant von Alfred Maas is not today in Paris. Museum. Hier an einem Museum, das neu erbaut wurde, es ist schon Belgien hier, das irgendwas mit dem letzten Weltkrieg zu tun hat. Nachher geht es dann in die Kirche zum Durchsingen. Ja, hier nähern wir uns jetzt diesem Museum, diesem besagten Museum.
gerade in der Kirche gesungen. Und jetzt sind wir hier eingeladen in einen neu erbauten Saal. Circa 200 Leute. Buffet schon aufgebaut. Donc je pense que Elmar souhaite vous expliquer un petit peu les relations qui existaient déjà en fait. En 69 seulement, c'est une histoire très jeune. Naturellement, il y a deux panneaux. Au fond, l'histoire des Kirchhundem et l'histoire du jumelage, près de l'entrée, quatre panneaux. Mais très facile à comprendre, il y a beaucoup d'explications en français, on peut le lire, regarder les images. Mais c'est une chose très compliquée. Big mal. Les deux seuls mots que je connais. Donc la parole. Je suis très heureuse d'accueillir nos amis allemands à l'occasion du 25e anniversaire du jumelage entre nos deux communes. Les deux jours que nous avons passés ensemble resteront dans nos mémoires. Il nous faut remercier aussi, monsieur. Und ich möchte jetzt die kleine Rede von Odette Schlatter übersetzen. Die hat mir sehr leicht gemacht, denn sie hat mir die Notizen gegeben. Also der öffentliche Geschichtsschreibung von Odette ist auch sehr stark. Wir bedanken uns für den freundlichen Empfang. Wir haben hier in Turin nicht nur vorzügliche Gastgeber erlebt, das meinte ich eben, als ich darüber zeigte, meine Gastgeber sitzen nämlich da vorne, sondern auch die Überzeugung gewonnen, dass wir wirklich unter Freunden sind. Meine Damen und Herren, die heutigen Geschichtsausstellungen, welche auch zu Beginn des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren zum Thema haben. Et puis la médaille de notre ville, médaille de la ville Oupline, à l'occasion de ce 25e anniversaire du jumelage. Voilà. Avec la préparation du jumelage. Merci. Et bon.
auch schon schön. Vive la France, hein! Vive la France! Au revoir, Joseph! We're singing hallelujah, hallelujah! We're singing hallelujah, hallelujah! We're singing hallelujah, hallelujah! We're singing hallelujah, hallelujah! Thank you, Lord, that we can sing.